Ultramarallye am Samstag, den 17. Juli mit Boxenstopp in Wettin unterhalb der Burg, war ein glatter Hingucker. Über 120 Oldtimer nahmen an der Kubica Venterado teil. Ob Zweirad oder Vierrad, alt sah kein einziger Oldtimer aus, eher wie neu. Und unsere angeblich neuen sahen dagegen alt aus, vor allem die King. Denn als sie gebaut wurden, gab es noch so richtig Kunst und es war alles noch rausgemacht oder wenigstens mit Ruhe und Sorgfalt erledigt. Wobei heute eher die Geschwindigkeit ist, die zählt, aber bei dieser Rallye ging es um was ganz anderes. Ankommen ist es wichtig, ja, also, dass die Fahrzeuge alle ankommen und es geht nicht nach einer Geschwindigkeit. Right about now, the Funk Soul Brother, check it out now, the Funk Soul Brother, right about now, the Funk Soul Brother. Was gibt es noch an dieser Maschine zu beachten? Hat sie spezielle Pflege nötig? Naja, es ist schön schmieren. Ja, schön schmieren. Die zwei Zylinder liegen sehr eng zusammen, also werden dadurch schnell heiß. Und also ein Gemisch von 1 zu 25 sollte man fahren. Es geht vielleicht auch ein bisschen Öl noch hinzu. Na? Also die Gemische gibt es hier gar nicht mehr an der Tankstelle, oder? Selten, selten. Einige freie Tankstellen haben noch 1,25, die haben noch 1,33 und man kippt immer noch ein Schlückchen Öl hinzu, sozusagen. Also man sieht schon, wenn es hinten rausnebelt, dann ist das Gemisch gut, ne? Ist nicht besonders gut für die Umwelt, aber der Motor braucht's, ne? Und wohlfühlen tut sie sich so bei 80, 90, da fühlt sich am wohlsten, wenn sie rollt. Endgeschwindigkeit 125, aber muss man nicht machen. Sag's nicht Schauspieler, manchmal klappt's, läuft es, ja. Aber wie gesagt, so zwischen 80, 90 läuft, fühlt sich ganz wohl, ne? Jetzt sind natürlich alles Liebhaberstücke. Ja. Wie sah das aus? Gab es viel Vorbereitung? Musste man viel machen, um zu dieser Rallye teilzunehmen? Na, eigentlich nicht. Also ich nutze mein Motorrad auch alltagsmäßig. Das heißt also, ich fahre auch jeden Tag damit, wenn es sein muss. Und da muss ich also nicht allzu viel machen. Da muss ich immer sozusagen rollen. Ne? Aber man muss eben doch auch ab und zu drinnen wohnen, weil gerade die Zündung und so, da müssen mal die Unterbrecher nachgestellt werden, ein bisschen nachgefeilt werden. Aber ansonsten ist es eigentlich recht wartungsfrei. Erklär doch mal, wozu du den Schraubenzieher dort drin hast. Ja, der Schraubenzieher ist ja wichtig. Ja. Den hatte mein bei der 3,5er ja war immer dabei. Ja, ich meine, gerade zu Ostzeiten, wenn ein Polizist kam, da hielt es immer, endlich mal ein Java-Fahrer, der keinen Schraubenzieher hatte. Ich sage, nein, den haben sie mir gerade geklaut. Ne? Aber der Schraubenzieher gehört ganz einfach dazu, zur Java hinzu. Weil, wie gesagt, hier läuft in Ölbad die Kupplung. Und ab und zu kommt es doch mal zum Rutschen. So, und dann muss ich den meinen Schraubenzieher nehmen und muss dann immer mal die Kupplung nachstellen. So, das sind so die kleinen Tücken, die sie hat. Ne? Durch die Wärme, wenn es warm wird, dann rutscht die Kupplung, dann stellen wir ein bisschen zurück, ein bisschen nach. Das ist dann so, was man unterwegs noch machen muss. Und da ist der Schramm ja immer gleich mit dabei. Ne? Wie gesagt, ankommen ist wichtig und einmal angekommen heißt nicht immer gut weggekommen. Und das sah man dann auch. So rein kann dann der Treibstoff doch nicht gewesen sein, auch wenn es drauf stand. Originalität ist hier oberstes Gebot und wenn es dann noch von einem Original gelenkt wird, ist es Gesetz. Das ist eine Gas 76. Das ist gebaut im Zweiten Weltkrieg. Gebaut 43 bis 53. Speziell für die Armee, für die Offiziere gemacht und für Fleikanone. Und das ist alles nur russische Fahrzeug, nicht wie nach Willis nachgebaut oder so. Das ist alles richtig russische Produktion. Wie viel PS hat das Modell? Das ist 3,3 Liter Motor mit 54 PS. Und wie schnell fährt man damit? In Papieren stehen 90, 80 schon versuchen. Ist noch voll. Auch keine Verluste. Ob Originalität oder nicht, bei 25 Liter auf 100 Kilometer gibt es nur ein Motto. Durst ist nichts und Image ist alles. Eine echte deutsche Produktion und auch eine clevere Alternative zum Stau ist der Schwimmwagen von BBM Amfica. Was hat Sie dazu bewegt, das Auto zu kaufen? Ja, die Stasi hat mich dazu bewegt. Aber zwei Chancen absauen oder was? Nee, weil man mich nicht heiraten lassen wollte. Und den Schwimmbahn nach West-Berlin rübergeholt. Ist der für den Dauerbetrieb gebaut? Der ist für den Dauerbetrieb. Der ist für Straße zugelassen und eben auch für Wasser.
Kann man jetzt die Türen aufmachen? Man könnte, dann kommt aber Wasser rein. Ja? Dann gehen wir unter? Ja, dann können wir auch schon untergehen. Also nicht also, gleich, aber dann läuft da ja voll, ne? Oh, das macht schon Spaß. Das glaube ich. Würde mich auch reizen. Ja. Mittlerweile ist das die Autos aber jetzt so teuer geworden. Naja. Weil es nicht mehr allzu viele gibt, also es gibt noch so ungefähr 300. Was kostet so ein Auto hier, das hier? Naja, jetzt liegt da zwischen 30 bis 50.000. Boah, weil es eben so selten ist. Ja, weil das ja so ein Hobby ist, ne? So, jetzt lege ich den Blattjank ein. Der läuft jetzt schon langsam mit. Der Motor hat 1300 Kubik, 60 PS. Kann man die Motorhaube aufmachen. Klappen wir alles gesamt nach vorne. Das lässt so. Männerherzen höher schlagen. So ein Mäuschen wir fahren. Das ist ein Wunderwerk der Technik jetzt. Das ist ein englischer Sportwagen, wurde in England gebaut, in Deutschland zugelassen. Ich bin jetzt der dritte Besitzer davon. Aber wie gesagt, er ist 26 Jahre alt. Das ist alles. Der ist zu 95% original erhalten. Hast du eine Pflege? Wenig. Brauchen wir wenig. Der rollt einfach. Ja. Nehmen Sie den normal zu fahren? Oder ist der ist alltagstauglich. Nein, wenn schönes Wetter ist. Und wie gesagt, den habe ich jetzt seit letztes Jahr Weihnachten. Sind schon über 1000 Kilometer gefahren. Liebe Oldtimer-Freunde, das war die Oldtimer-Rallye Kubica Venturano mit Boxenstopp in Wettin unterhalb der Burg. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Jahr.